So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Singapur. 15 Runden sind wir im Rennen dann später. Also später für euch morgen. Für euch morgen, für mich. Nachher wahrscheinlich noch. Müssen wir mal gucken. Okay, gehen wir rein ins Qualifying, liebe Leute. Ins Kurzqualifying. 18 Minuten Zeit haben wir. So. Da steht unser Auto. Ja, es wird eh nichts so neue Sponsoren so geben, das ist klar. Das Auto wird nicht so komplett bleiben. Es wird zu 19 definitiv ein neues Auto geben. So, okay. Dann. Wir haben eh nichts zu verlieren durch die Zeitstrafe. Durch die Platzierungsstrafe. Daher, wir haben wenigstens auch hier durch die Platzierungsstrafe, das ist der Vorteil, wir haben 5 Plätze. Wir können ziemlich befreit auf die das Rennen gehen, wir können Reifen ohne Ende verhauen, weil wir eigentlich keine. So, wo bin ich denn hier rausgekommen? Hier ist die Linie zu Ende, okay. Ich habe wahrscheinlich mit dem Heck irgendwie über die Linie gefahren. Naja, gut, gucken wir mal. Nächste Woche geht es dann nach Russland, heute in einer Woche. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir mal. Danach geht es nach Japan. Also wir sind ja jetzt mit Europa, mit den Europa-Rennen durch. Da kommt meines Wissens jetzt nichts mehr. Hinter uns ist ein Alpha Tauri, den lasse ich mal kurz entziehen. Weil wir da eh nichts machen können, das ist per Gasly. Der absolut in unserer außerhalb unserer Reichweite liegt. Ja, dann schauen wir mal, dass wir mit dem nächsten. Ich muss mal kurz mein Auto ein bisschen mehr rausparken. Es ist nicht ganz einfach. Jetzt haben wir einen Red Bull hinter uns, den ich hier mal kurz auch noch mitziehen lassen muss. Ja, ich werde jetzt alle versuchen. Albon, den wir aber tatsächlich im dritten freien Training geschlagen haben, ne? Und jetzt ein Renault. Nur so nebenbei, morgen haben tatsächlich kein offizielles Rennen. Warum ich wundere, dass heute auf meinem Kanal nichts kam, ich war jetzt dienstags. Erste Rennen in den USA, Platz 11. 12. Das ist auch eine Strecke, die mir nicht liegt, aber trotzdem haben wir nur 4 Punkte mitgenommen, ne? Weil wir ja bis 15 zählen in der Dienstagsliga. Nur so nebenbei. Wo ich immer noch Stammfahrer bin, in meinem alten Teamkollegen von 2016. Ich fahre jetzt mit McLaren Stamm und hoffe, dass ich dann im nächsten Rennen noch
ein bisschen besser werden. Österreich ist übrigens die nächste Haltestelle. Kann man ja auch noch ein bisschen trainieren für die Strecke. Dass wir da vielleicht ein bisschen mehr haben. Aber wie gesagt, ich mag die Strecke halt USA auch nicht. Das ist natürlich nicht meins. Die steht uns hier in der Karriere auch noch bevor. Und wir holen. Gucken, dass wir jetzt den Renault vielleicht noch zu davor gesetzt bekommen. Für 4, für ja, Ricciardo ist es. Was? Fahrer vor mir? Russell's just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 1 minute 40.5. Hat der die 40.5 rausgehauen? Das ist ja über 1,6 Sekunden schneller als wir. Wir haben jetzt gut die Hälfte von der Zeit gemacht. Also ganz unrealistisch ist er gar nicht. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Und die Zeit hat uns noch mal ein bisschen was. Und das hat uns noch ein bisschen was verloren. Scheiße. Ich wollte die Runde noch zu Ende fahren. Und das sind am Ende dann noch. Scheiße. Ja, ich wollte die Runde mitnehmen, definitiv. Um nicht so ganz weit weg zu stehen. Aber es ist theoretisch möglich. Mit einem neuen Satz Reifen. Zumindest nochmal einen Schritt nach vorne zu ziehen, zu machen. Ein Alfa und ein Ferrari, Räikkönen und Vettel. Die beiden Kumpel, ehemaligen Teamkollegen. Wenn die jetzt alle in die Box gehen. Wahrscheinlich zumindest in die Box gehen. Latifi, der noch hinter uns steht, zwei Plätze. Und dann kommt jetzt ein Racing Point. Ich müsste das Rosa das gesehen haben. Die Fahrzeuge, die nächste Saison ja in grün-gelb gehalten werden, die damals die Kette haben. Wahrscheinlich zumindest. Ich weiß nicht, wie die erst smart lackiert werden. Sorry, aber da muss ich jetzt ein bisschen im. Das ist mir klar, dass ich jetzt ein bisschen im Weg stehe. Das hat doch den Perez den leichten Flügel gekostet. Der ist nämlich vorne rechts ein bisschen beschädigt gewesen. Aber in der Enge kannst du schwierig Platz machen. Das Tappen neue Bestzeit. Dann nehmen wir auf 15, also sprich auf 20. Radar suggests some weather is gonna hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Ja, das heißt, wir müssen jetzt definitiv rein in die Box, neue Reifen draufziehen und dann eigentlich quasi schon direkt wieder raus. Weil wenn wirklich jetzt der Regen kommt, dann haben wir da aber eh einen Vorteil. Oh. Sorry, an dem Haas kann ich jetzt nicht vorbeilassen. Jetzt habe ich ihn vorbeilassen können erst. Wir haben noch 9 Minuten, sprich wir müssen dringend raus. Los haben wir dann 38-0.
Ja, wieder nochmal neuen Satzreifen, definitiv. Der hätte den Satzreifen draufziehen können und nochmal rausschicken können. Das ist der gute Mick, der jetzt vor uns steht. Everyone ready? Okay, let's go. Wir mussten jetzt direkt wieder raus, weil, wie gesagt, wenn der Regen wirklich ein paar Minuten kommt, dann haben wir nicht viel Zeit. Und sehr, wir haben unsere Runden gesetzt bekommen. Wir können es ja eh jetzt erlauben. Wir haben ja nichts zu verlieren heute. Zweifel haben wir nochmal einen Satz raus. Wenn es geht. So, das Auto ist schon auf der Strecke. Das heißt, wir können instant weitermachen. 7 Minuten haben wir noch. Interessant, dass der Regen wirklich angesagt ist, dass wir kein trockenes Rennen haben. Am morgigen Tag. In Italien war es die Qualifikation. Ja, mal gucken. Wenn es heftiger rauskommt, vielleicht haben wir eine Möglichkeit. Aber umso weiter wir vorne stehen, umso besser ist es. Weil, wie gesagt, wir kriegen noch eine 5 Plus. Also sprich, momentan hängen wir dahinter, hinter allem. We have 2 laps of fuel remaining. Dreckslenkrad geht mir mittlerweile auf den Sack. Komm, ich starte nochmal komplett neu, weil das Lenkrad wieder ausgegangen ist. Kommst du ein bisschen auf den Kopf? Oh, ich muss mich mal komplett querstellen erst.
Aber das muss ich jetzt machen. Ich stehe näher am Ende des Feldes. Expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ja, schon klar. Ja, das war ein bisschen zu weit. Ich muss teilweise diesen Cut setzen, um halt wirklich jetzt ein bisschen nach vorne zu gehen. Park! Genau, natürlich. Diese Drecksbande, ne? Ach, ungültige Rundzeit schickst du mir auch noch rein. Ja, ist egal, komm. Oh, das ist nicht wahr. Ich baller mir heute gerade alles kaputt an dem Auto. We have to replace that front wing. Box now. Ja, danke schön, neues Spiel. Und die ungültige Rundzahl. Also zweimal ist mir schon mein Lenkrad ausgegangen. So macht mir auch mal. So macht mir das irgendwie auch relativ wenig Spaß, weil. Your lap times are falling off. Ah, halt die Backe. We want you to pit in for repairs. Box, box, box. We've had to spend time repairing the damage to the car. So far, our fastest lap is a 1:40.1. Ja, jetzt regnet es auch. Wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, wird das eh durch sein. 10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Keine Zeit von Perez, und trotzdem steht er nicht ganz hinten. Doch, er fährt jetzt, okay. Ah, siehst du jetzt, ja gut, er fährt jetzt zu Fintas, ne, und ich sag alles. Das ist einfach zu spät gewesen, Kollege. Ah, halt. Egal.
Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Alexander Albon. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, wäre minimal ein bisschen was drin gewesen, dann wären wir tatsächlich irgendwo doch ein, zwei Plätze weiter vorne gewesen. So wird es am Ende tatsächlich Rang 22 werden morgen im Rennen in Singapur. Was mich gerade auch ein bisschen ärgert, weil ja, Platz 17, gut, es ist Regen. Naja. Ein toller Tag. Ja, nicht wirklich. Wie denken Sie darüber? Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Schon wieder mal. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Es scheint, als wäre Ihr Rivale Ihnen heute überlegen gewesen. Ja, ganz einfach. Ach, Ricciardo ist unser Rivale, okay. Und trotzdem haben wir ihn zweimal jetzt nicht schlagen können, ne? Oder haben wir ihn jetzt nicht packen können? Der steht nämlich eigentlich ohne die Küche für vor uns. Wenn auch nur minimal, aber er ist vor uns. Okay, gut. Das nächste Rennen ist, wie gesagt, jetzt. Quasi jetzt steht das Rennen noch an. Und dann sind wir durch. Ich erwarte nicht wirklich viel, was da vorne geht. Das muss ich eigentlich ehrlich, ich würde schon mal so weit sagen. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, und das werden wir uns dann, wenn ich meinen Lenkrad neu gestartet habe, in der nächsten Session. So, okay, gut. Dann haben wir das auch durch. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder mit dem ja, dann mit dem Rennen. Jetzt aber durch mit dem Qualifying. Bis dahin und tschüss.